Bislang brachte uns der Oktober ja teils extrem milde Temperaturen. Hier und da kam sogar Sommerfeeling auf. Der eine oder andere wünscht sich für den November da vielleicht schon Schnee. Weihnachten rückt ja auch immer näher. Aber nach aktuellem Stand sieht es für Schnee zumindest im Flachland eher mau aus. Das amerikanische CFS-Modell sieht nämlich zum Start in den November folgende Wetterlage: hohen Luftdruck über dem Mittelmeer, tiefen Luftdruck über den britischen Inseln. Deutschland wäre dann meist in einer südwestlichen bis westlichen Strömung. Das macht es Schnee natürlich schwer, denn eher milde Luft kommt zu uns. Tiefausläufer würden uns immer wieder überqueren und das bedeutet, man braucht eher den Regenschirm. Richtung Mitte November könnte sich dann etwas tun. Laut diesem Modell sieht es einen kräftigen Trog hier über Nordeuropa und diese Tiefdruckgebiete, die könnten dann die polare Luft anzapfen, die sich dann auch mal wieder bei uns breit machen würde. Also es gibt auch mal eine kältere Phase und das würde zumindest für die mittleren und hohen Lagen auch mal Schnee bedeuten. Gegen Monatsende würde sich das Wetter dann wieder beruhigen. Wir haben dann eher hohen Luftdruck, ruhiges Herbstwetter. Besonders auf den Bergen gibt es dann viel Sonnenschein. In den Niederungen sieht es dann teils durch den Nebel ziemlich trüb aus. Und folgende Wetterlage wäre das dann für Ende November: hohen Luftdruck östlich von uns, tiefen Luftdruck über der Iberischen Halbinsel. Und wir sehen es schon an den Farben, da kommt aus Süden ziemlich warme Luft zu uns. Beim Niederschlag sieht das amerikanische NOAA-Modell folgendes: über Mitteleuropa recht ausgeglichen, im Süden tendenziell ein bisschen trockener, aber das spricht dafür, dass es eben immer mal wieder Niederschläge gibt. Allerdings beim Temperaturmittel sieht es leicht zu warm aus, also für Schnee und winterliches Feeling in den tiefen Lagen sieht es eher schlecht aus.